Heute möchte ich euch eine überraschend schnelle und einfache Zuckerblume vorstellen, nämlich Lavendel. Ich habe immer gedacht, so eine Blume mit so vielen kleinen, feinen Blüten kann nie und nimmer aus Blütenpaste nachgearbeitet werden. Natürlich können die einzelnen kleinen Blüten des Lavendel auch nicht detailliert umgesetzt werden, aber mit ein paar einfachen Tricks entsteht die Illusion von Lavendel. Diese ist so gut, dass der Zuckerlavendel auf den ersten Blick ohne weiteres als echt durchgehen könnte. Ich möchte euch heute eine besonders schnelle Variante zeigen, die sich gut als Füllblume in Gestecken macht. Durch die zarte Farbe und den aufrechten Wuchs gibt Lavendel vielen Gestecken das gewisse Etwas. Außerdem zeige ich euch eine etwas aufwendigere Version mit Blättern und aufgeblühten Blüten. Diese ist gut geeignet, wenn Lavendel der Star der Torte sein soll. Lavendel eignet sich sehr gut als Einstiegsblume für Anfänger. Die benötigten Ausstecher hat man meist schon zu Hause, die Techniken sind unkompliziert und das Ergebnis schnell zu sehen. Daher erkläre ich in diesem Video die Grundlagen etwas genauer, erfahrene Zuckerblumenbastler mögen mir das verzeihen. Ein Beispiel für so eine Torte ist diese rustikale Hochzeitstorte. Dafür habe ich einige Zuckerlavendelzweige zu einem kleinen Sträußchen gebunden und an der Torte mit Draht befestigt. Zum Schluss habe ich eine Jute-Schleife darüber geklebt. Die Schleife ist ebenfalls aus Fondant, dazu gibt es demnächst ein Tutorial. So entsteht eine wunderschöne Kombination aus erdigen Braun- und Lilatönen, rustikalen Texturen und romantischem Flair. Ein paar Details zu der Hochzeitstorte könnt ihr auf meinem Blog Ofenklicker nachlesen. Dort findet ihr auch alles zum Umgang mit Fondant, Blütenpaste und Co. Die Links stehen wie immer unten in der Infobox. Als erstes möchte ich euch kurz echten Lavendel aus unserem Garten zeigen. Die einzelnen Zweige wachsen recht gerade. Am unteren Ende gibt es zwei sich direkt gegenüberstehende, schmale grüne Blätter. Oben folgen dann die zahllosen Blüten. Je nach Lavendelsorte sind diese in mehr oder weniger großen Gruppen mit Lücken dazwischen untereinander angeordnet. Die geschlossenen Blüten sind etwa reiskornförmig und auch ähnlich winzig. Öffnen sie sich, entsteht eine fünfblättrige kleine lila Blüte. Farblich ist Lavendel nicht nur lila, sondern auch in Grau-Weißtönen, etwas Braun und ein blasses Grün sind darunter. Insgesamt wirkt die Pflanze matt und fast schon staubig. Um den Lavendel aus Zucker nachzuarbeiten, brauche ich zwei kleine Gänseblümchen-Ausstecher. Wer sich mal so ein Grundset für Fondant gekauft hat, wird dieser Ausstecher bestimmt zu Hause haben. Für die geöffneten Blüten benutze ich diesen winzigen Blumenausstecher, auch dieser ist oft in solchen Sets dabei. Für die Lavendelblätter brauche ich einen recht stark strukturierten Wähner. Hier benutze ich einen Mohnblattwähner, es geht aber auch sicherlich ein anderer Wähner. Dann habe ich noch mittelgrünes Floristenkrepp, grüne 20G-Drähte, ein Weaning-Tool, einen feinen Pinsel, einen kleinen Ausrollstab, Zuckerkleber und ein Schaumstoffpad bereitgelegt. Zunächst rolle ich lila Blütenpaste relativ dick aus. Normalerweise wird Blütenpaste für Blumen ja hauchdünn und fast schon durchscheinend dünn ausgerollt. Für Lavendel sollte sie aber etwas dicker sein, so ungefähr 1 mm dick. Daraus steche ich mit dem kleinen Gänseblümchenausstecher für jeden Lavendelzweig eine Blüte aus. Die Blütenpaste sollte sich lose auf der Unterlage verschieben lassen. Ich drücke den Ausstecher in die Paste, kreise dann etwas auf der Unterlage und hebe den Ausstecher hoch. Dann säubere ich mit den Fingern die Kanten und drücke anschließend auf den Auswerfer, um die Blüte aus dem Ausstecher zu lösen. Dann steche ich für jeden Lavendelzweig mit dem größeren Ausstecher ca. 5 bis 8 weitere Blüten aus. Die Blüten sammle ich und decke sie sorgfältig mit Folie zu. So werden sie vor dem Austrocknen geschützt. Damit die Blüten immer sauber ausgestochen werden, ist es wichtig, den Ausstecher hin und wieder sauber zu machen. Das geht am besten mit einem leicht feuchten Tuch. Außerdem hilft ein bisschen Stärke, wenn die Blütenpaste an der Unterlage oder an dem Ausstecher kleben bleiben sollte. Ich tauche die Spitze des Drahts in Zuckerkleber. Mit dem anderen Ende, also dem trockenen Ende, spieße ich die Blüte auf. Dann schiebe ich sie ein Stück weit an dem Draht nach oben. Zwischen den Fingerspitzen glätte ich die Kanten der Blüte, falls das nötig ist. Dann schiebe ich die Blüte bis ganz nach oben, also an die mit Zuckerkleber befeuchtete Stelle des Drahtes. Nun falte ich die Blüte in der Mitte und drücke sie an den Draht. Den rechten und linken Teil der Blüte drücke ich nun ebenfalls zum Draht. So entsteht ein kleines Bündel. Wichtig ist, dass dieses Bündel gut am Draht klebt und der Draht oben nicht zu sehen ist. Dieser Schritt ist eigentlich der einzige, der etwas Fingerspitzengefühl erfordert.
Nehmt euch also Zeit und verliert nicht die Geduld, der Rest ist dann wirklich nicht mehr schlimm. Am besten lässt man die Blüte nun 15 Minuten oder auch länger antrocknen. Wenn man mehrere Lavendelzweige macht, kann man in der Zeit natürlich die anderen Zweige ebenso vorbereiten. Nun umwickle ich den Draht mit Floristenkrepp. Dazu dehne ich die vorderen 1 bis 2 cm, um den Kleber in dem Krepp zu aktivieren. Dann wickle ich das Ende ca. 2 cm unter der Blüte um den Draht. Mit der einen Hand drehe ich zwischen Daumen und Zeigefinger den Lavendel, mit der anderen Hand ziehe ich das Floristenkrepp straff. Mich erinnert die Handhaltung immer etwas ans Häkeln. Nachdem ich den Draht ein paar Runden lang umwickelt habe, schiebe ich das Floristenkrepp bis ganz nach oben unter die Blüte. Dann umwickle ich den gesamten Draht bis ganz nach unten. Dort reiße ich das Floristenkrepp einfach ab. Nun füge ich die restlichen Lavendelblüten hinzu. Dazu befeuchte ich das bereits vorhandene Bündel und den Draht darunter mit etwas Zuckerkleber. Dann spieße ich eine der größeren Blüten auf. Zwischen Daumen und Zeigefinger rolle ich die kleinen Blüten etwas rund. Das ist im Prinzip nur eine Art Schnipsbewegung und dient dazu, dass die Kanten nicht ganz so eckig und unnatürlich aussehen. Wem das zu fummelig ist, kann diesen Schritt auch einfach weglassen. Ich schiebe die Blüte bis nach oben und drücke die Mitte unten am Draht fest. Dadurch sollten die kleinen Blütenblätter dann schräg nach oben zeigen. Wenn das nicht gut funktioniert, ist die Blütenpaste zu dick oder zu dünn ausgerollt. Ist sie zu dünn, bekommt man die Blüte nicht fest, da sie immer ausreißt. Ist sie zu dick, ist die Blüte zu starr und lässt sich nicht genügend nach oben biegen. So ungefähr 1 mm dicke Blütenpaste ist ziemlich ideal. So füge ich nach und nach weitere Blüten hinzu. Die Blüten müssen nicht sonderlich eng untereinander stehen, es sieht natürlicher aus, wenn sie etwas locker wirken. Bei den meisten Lavendelsorten kommen außerdem auch größere Lücken vor. Nachdem ich an dem Zweig so 1 bis 2 cm mit Blüten gefüllt habe, lasse ich daher zu der nächsten Gruppe einen größeren Abstand. Das spart so nebenbei auch noch Arbeit und Zeit. Auf diese Weise werden 2 bis 3 Gruppen untereinander angeordnet. Typischerweise ist die oberste Gruppe am längsten, während die unteren Gruppen dann eher kurz sind. Wechselt die Anzahl und Länge der Gruppen ab, damit nicht jeder Zweig wie der andere aussieht. Hier nun nochmal ein zweiter Lavendelzweig, dann seht ihr nochmal die Prozedur im Schnelldurchgang. Für einen einfachen, aber effektvollen Lavendel ist die Zuckerblume nun fertig und sollte über Nacht trocknen. Dann kann sie bemalt werden. Dieser einfache Lavendel ist besonders gut als Füllblume geeignet, weil er recht robust ist. Wer mag, kann aber auch noch einige kleine geöffnete Blüten und natürlich Blätter hinzufügen. Das macht den Lavendel etwas botanisch korrekter und macht sich besonders gut, wenn der Lavendel der Hingucker der Torte ist. Mit diesem Lavendel muss man dann aber etwas vorsichtiger umgehen, da die kleinen geöffneten Blüten und auch die Blätter einfach leicht abbrechen können. Für die kleinen geöffneten Blüten habe ich lila Blütenpaste sehr dünn ausgerollt. Daraus steche ich nun lauter winzig kleine Blümchen aus. Pro Lavendelzweig werden 2 bis 5 Blüten benötigt, aber es müssen auch nicht alle Lavendelzweige Blüten bekommen. Ich lege mir die kleinen Blumen so hin, dass 2 Blütenblätter nach oben und 3 nach unten zeigen. Mit dem Winning-Tool streiche ich nun die oberen beiden Blättchen etwas nach oben. Dabei benutze ich die seitliche Kante des Werkzeugs. Dann streiche ich die anderen 3 Blättchen nach unten und verlängere sie dabei etwas. Dazu benutze ich die Spitze des Tools. Die Blüte wird so etwas länglich asymmetrisch. Ich befeuchte die Spitze einer geschlossenen Lavendelblüte mit etwas Zuckerkleber und klebe daran ein kleines Blümchen fest. Ich habe festgestellt, dass mit einem winzigen Balltool ganz gut die Blume positioniert werden kann. Das stumpfe Ende eines Shashi-Spießes ist aber vermutlich auch gut geeignet. So verteile ich mehr oder weniger zufällig rundherum einige Blümchen. Anschließend sollte der Lavendel über Nacht trocknen. Für die Blätter rolle ich eine kleine haselnussgroße Menge hellgrüne Blütenpaste zu einem Tropfen. Dann befeuchte ich einen 24G-Draht mit etwas Zuckerkleber und stecke diesen in den Tropfen. Ich rolle die Blütenpaste zwischen den Handflächen oder auf der Arbeitsunterlage zu einem schmalen Strang. Der Strang sollte etwa 3 cm lang sein und höchstens einen halben Zentimeter im Durchmesser haben. Falls nötig, kann überschüssige Blütenpaste einfach entfernt werden. Den Strang lege ich dann auf den einen Teil des Vaners, sodass der Draht in der mittleren Vertiefung der Blattader zu liegen kommt. Ich lege den zweiten Teil des Vaners passend darüber und drücke alles zusammen.
Wer keinen passenden Wähner hat, kann den Strang auch einfach mit der Handfläche platt drücken. Dann öffne ich den Wähner vorsichtig und löse das Blättchen heraus. Ich falte es leicht in der Mitte und forme vorne eine Spitze. Dann biege ich das Blättchen etwas, sodass es natürlicher aussieht. Die Lavendelblätter sind teilweise echt seltsam verbogen, man kann hier also gut etwas Abwechslung einbringen. Auch die Blätter lasse ich über Nacht trocknen. Nun bepudere ich den Lavendel, um die typischen Farbschattierungen zu erzeugen. Zunächst trage ich großzügig lila Puderfarbe auf. Damit das zügig vonstatten geht, kann man ruhig einen etwas größeren Katzenzungenpinsel verwenden. Die verwendeten Farben habe ich euch auf meinem Blog genau aufgeschrieben. Den Link dazu findet ihr unten in der Infobox. Mit einem zarten, hellen Grau-Lila färbe ich nun den mittleren, stielnahen Teil der Blüten hell. Wichtig ist, die Puderfarbe auch schön zwischen den einzelnen Blüten aufzutragen. Ein kleiner, flacher Pinsel ist dafür besonders gut geeignet. Dadurch bekommt der Lavendel sein leicht staubiges Aussehen. Wer keine helle, lila Puderfarbe hat, kann auch vorsichtig weißes Puder verwenden. Alternativ kann man die Blütenpaste auch ganz zu Anfang etwas heller lila vorfärben und den Lavendel nur mit dem dunklen Lila an den Spitzen der Blüten abpudern. Wie dem auch sei, die Blüten sollten mittig heller und nach außen hin dunkler lila gefärbt sein. Dann trage ich grüne Puderfarbe unten an den Blütengruppen zum Stiel hin auf. Letztlich sorge ich dort dafür, dass der Übergang zwischen Stiel und Blüte weicher wird. Damit muss man recht vorsichtig sein, damit die Blüten außen nicht zu grün werden. Ein feiner, längerer Katzenzungenpinsel ist daher am besten geeignet. Zum Schluss betupfe ich einige Blüten mit Braun. Damit deute ich bereits verblühte Blüten an. Wichtig ist, nur einige wenige Stellen braun zu färben, damit der Lavendel nicht zu verblüht aussieht. Ich verwende übrigens zum Bepudern grundsätzlich Make-up-Pinsel. Diese sind schön weich, nicht allzu teuer und in verschiedenen Größen erhältlich. Schaut euch also mal in der Drogerie nach Lidschatten und Lippenpinseln und so weiter um. Bei dem Lavendel mit den geöffneten Blumen gehe ich erstmal genauso vor. Ich bepudere also alles in Lila. Dann setze ich helle Akzente. Mit Grün mache ich den Übergang zum Stiel weicher. Und ein bisschen Braun schließlich für die verblühten Blüten. Ich habe mir nun etwas weiße Puderfarbe mit ein paar Tropfen Alkohol, also einfach Wodka, zu einer dickflüssigen Farbe angerührt. Mit einem ganz feinen Pinsel tupfe ich nun die weiße Farbe in die Mitte der offenen Blüten. Die Farbe darf ruhig etwas unregelmäßig und ausgefranst sein. Zum Schluss setze ich in die Mitte einen honiggelben Punkt. Wenn man möchte, kann man jetzt noch unter den Blüten ebenfalls etwas weiße Farbe auftragen. Das mache ich aber nicht konsequent bei jeder Blüte, sondern nur da, wo man wirklich auch hinsehen kann. Die Blätter bepudere ich einfach zügig, großzügig mit einem etwas grauen Mittelgrün. Dann binde ich zwei Blätter unten an den Lavendel. Dafür halte ich das Blatt an die richtige Stelle und umwickle es ein paar Mal fest mit Floristenkrepp. Immer daran denken, das klebt nur, wenn es gedehnt wurde. Danach füge ich das zweite Blatt genau gegenüber ein. Da die Blätter das Binden des Lavendels zu einem Sträußchen eher behindern und gerne mal abbrechen, füge ich nur zu einigen Zweigen Blätter hinzu. Normalerweise fixiert man bei Zuckerblumen die Puderfarbe mit heißem Wasserdampf. Dadurch wird die Farbe intensiver und die Blumen glänzen leicht. Außerdem färbt die Farbe dann nicht mehr so leicht auf die Finger ab oder rieselt auf die Torte. Bei Lavendel wird aber leider durch den Wasserdampf der zarte, staubige Effekt zerstört. Daher würde ich euch das nur empfehlen, wenn die Gefahr wirklich groß ist, dass die Farbe auf die Torte abfärbt. Bei meiner weißen Torte möchte ich ein Abfärben möglichst verhindern, daher bedampfe ich die Blüten und natürlich auch die Blätter mit wenig Wasserdampf. Ich nutze hierfür einen Klamottendämpfer, ein einfacher Topf mit kochendem Wasser tut es aber auch. Der Dämpfer ist für mich einfach nur bequemer, weil ich dann nicht noch mit meiner Kamera zum Herd umziehen muss. Um dem Lavendel dennoch ein bisschen staubig erscheinen zu lassen, trage ich nun erneut etwas von dem hellen Grau-Lila auf. Die helle Farbe versaut meine Torte nicht so leicht und gibt dem Lavendel trotzdem etwas mehr von seinem typischen Aussehen zurück. Ein Kompromiss also. Ich habe die Lavendelzweige dann zu einem kleinen Bündel gebunden. Das Bündel habe ich etwa treppenförmig zurechtgebogen, damit es besser auf die Torte passt. Um die Mitte habe ich einen Draht verzwirbelt, sodass eine T-Verbindung entsteht. Diesen Draht habe ich in der Torte versenkt, natürlich mit einem Trinkhalm, damit der Draht nicht direkt mit der Torte in Kontakt kommt. Zusammen mit der Jute-Schleife sieht es dann so aus, als ob das Lavendelbündel seitlich an der Torte schwebt.
Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr habt vielleicht einmal Lust, selber Lavendel aus Zucker zu basteln. Wenn ihr noch Fragen habt, beantworte ich die gerne in den Kommentaren und ansonsten freue ich mich über eure Bilder. Die könnt ihr mir per Instagram oder Facebook mit dem Hashtag Ofenkieker oder der Erwähnung @Ofenkieker senden.